So, und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, in der gepflegten Unterhaltung hier auf Sick Enterprises zu Let's Play Halo 5 Guardians. Wir sind mal wieder unterwegs in irgendwelchen Ruinen aus St. Helias. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir weiterkommen, denn irgendwo soll ein versteckter Mechanismus sein. Vielleicht, sagte Tonaka als dezenten Hinweis, um diese super schwierigen Halo 5 Rätsel doch zu lösen. Okay. Oh, was ist das denn? Bale, what are these murals? Those murals depict a pre-covenant Sangheili burial ceremony. You guys, we're the first humans to see these. Sieht schon krass aus. Hat sowas von... This one says, Nikano Nitomo. Here they serve at the feet of the gods. Ach, da drüben sind auch noch welche. Ja. This one says, Chinoi Kyoise Yonju, life, death, forever vigilant. Interesting. There's a question here, too. Who is entitled to this honor? No one is entitled to honor. You earn it. You're starting to understand Sangheili culture. No, I just don't believe anyone is entitled to anything. Interessant. Ja, diese... Elitenkultur. Hat aber irgendwas von Ägypten und so. Beziehungsweise, ich weiß nicht. Es erinnert einen natürlich auch daran, aber... Mayas und Azteken haben ja auch so krasse Wandmalereien gehabt noch. I don't know. It's something like that. So, zurück zum Rätsel. Würde ich mal sagen. Oh, hier ist auch noch was. Interesting. Der Grunt meinte ja vorhin auf dem Audiolog in der letzten Folge, dass es ihn auch irgendwie an die Guardians erinnert. Ne? Weiß nicht, vielleicht. Es hat auch wieder sowas Aztekenmäßiges. Oder Maya, waren es die Maya? Wo angeblich Aliens da waren und deswegen hatten die so eine krasse Agrarkultur und waren so voll weit und shit. Hallo? Wie geht's euch da unten? Hängt ein bisschen ab, ja. Na gut, ich weiß natürlich schon, wie das Rätsel geht. Und es ist auch, wie gesagt, nicht sonderlich schwer. Hier ist einfach so ein scheiß Schalter. Und dann geht es weiter. Da! This has to be it. Something's happening. So. Dr. Halsey's coordinates are just through that door. Move, Osiris. Gut. Auf geht's, würde ich sagen. Holen wir mal den, Gott, wie heißt der noch? Das, ne? Ja. Oh. Forerunner. Was soll er machen, Forerunner hier? Das ist eine gute Frage, die man sich immer wieder gerne stellt. Oh, shit, hey. Okay. I guess. Oh. Fathoms. Arbiter! Let's help Arbiter finish this. Gibt's hier noch ein Audio? Oh, nice. Gereobo. Das ist übrigens Locks liebster Spruch, muss man mal so sagen. Okay, nochmal kurz Steuerung hier. So hoch, so runter. So rum teleportieren, schießen, Waffe wechseln. Okay, dann mal los. Der Plan ist, diesen scheiß Kraken auszuschalten, ja? Sarah. Ich dachte, du wärst so ein Super-Spartan. Folks. Aber Locks liebster Spruch ist Get Airborne. Da also müssen wir drauf achten. Das sagt er wirklich oft. Oder was heißt wirklich oft? Aber das ist sein Lieblings-One-Liner. Sagen wir es mal so. Wenn er cool sein will, sagt er Get Airborne. Come on. Yeah. Dann müsst ihr euch vorstellen, steht keine Ahnung, Vale oder sonst wer. Einfach nur da und so. Lock. Wir haben keine Flugzeuge. I said Get Airborne. Oh Gott, so. Ach, kann ich die trotzdem noch so rum? Ja, ne? Nice, dann macht man den Banshee da kalt. Genau, wir müssen jetzt aller Scarab-Manier hier in den Dings rein. In den Kraken und den Kern ausschalten. Allerdings ist es nicht so einfach, da nah ranzukommen, wenn hier noch diese ganzen Geschütze aktiv sind. Deswegen würde ich die erstmal ein wenig demolieren wollen. Generell erstmal ein bisschen schauen, dass wir da ein bisschen was ausschalten, wenn wir noch den fetten Fathom hier. Oh, fuck. Haben und wir überhaupt was dagegen ausrichten können, weil da oben seht ihr, sind auch welche und ich muss mal ein bisschen an die Höhe gewinnen hier. Das geht ja so nicht. Oh Gott, so. Der ist jetzt Schrott, dann machen wir den noch kaputt.
So. Sind auch noch Planschies am Start. Habt ihr den immer noch nicht kaputt gemacht? Könnt ihr überhaupt irgendwas? So. Mein Gott. Der Banshee da hat aber auch Probleme, ne? Aber es war cool mit seinen Ausweichrollen. Na komm. So, ist das jetzt auch down? Was ist denn da sonst noch so? Da sind noch... Ihr seht, wie klein die Eliten da sind. Also es ist schon groß, ne? Sind halt immer noch ein Stück weg. So, dann machen wir das hier auch noch kaputt. Ist mir sonst echt zu viel Action. Aber der hat sich ja auch so cool in die Wand geschlagen, ne? Ganz ruhig, Sarah. Wir machen das lieber ordentlich, ja? Weil sonst gehen wir nämlich drauf und das wäre ungut. Natürlich, wenn wir der Chief wären, wir würden einfach reingehen, einfach mal zack, boom, fertig. Ja, wir sind halt nur Spartanlock. Da muss man das Ganze auch mal ein bisschen planen und so angehen, weil man ja nicht der Super-Badass ist, sondern nur so ein Durchschnitts-Badass. Hm? Okay, well... Da sind noch normale Infanteristen. Da ist noch so ein Geschütz. Das machen wir auch nochmal kaputt. So ein Flak-Shade ist das, denke ich mal. Ne? Ja, ja, klar. So, was haben wir jetzt noch alles? Die müssen noch alle drauf gehen. Tut mir furchtbar leid. Aber ihr blockiert mich sonst. Vale ist down. Ach, was macht ihr denn? Na? So. Ich vernehme einen Banshee. Komm her, mein Freund. Jetzt fliegt er nicht so dumm unter dem... Na komm, dann können wir den jetzt auch noch down machen. Alter. Was soll denn der Geiz? Na komm, 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 komm. Okay, gut. Ja, hört sich gut an. Ne? Würde ich mal machen jetzt. Dann raus. Raus. So. Okay. Snap. Wir haben wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Crap, 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 crap. Hallo, hallo, hallo. Munition, Granaten, alles da. Aber wir müssen Snap jetzt hier schnell machen und den scheiß Kern zerstören. Hallo, Freunde. Hier geht's runter. Gut. Komm, Elite. Vorsichtig hier. Lowest Level. Gut, es geht noch weiter runter. Gott, da müssen wir echt tief rein. Oh, okay, hi. Hauptsächlich... Oh, fuck, ich habe natürlich keine Explosionswaffe. Ne? Ah, es geht auch so. Es scheint... Oh, erstmal noch die scheiß Elite da. Soll denn das sein? Du hältst mich nicht auf. Und ich fall da in irgendeinen scheiß Abgrund. Ey, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Mann. Gott, so, wo ist jetzt diese scheiß Elite? Da. Geh drauf. Mein Spartan-Team ist ja leider zu inkompetent. Für ein paar Eliten hier. Okay. So, die Granate muss jetzt mal ein bisschen besser treffen. Nice. Oh. Oh, fuck. Ich hab das Gefühl, wir müssen jetzt schnell hier raus, ja? Hallo. Oh, hi. Ihr könnt mal hier bleiben. Ich nehme mal so ein Banshee mit, ne? Einfach. Wie wär's? Chill. Chill, ihr Wichser. Oh, crap. Return to Battlefield, ja. Bin ja schon dabei. Hallo. Ist hier nicht Battlefield? So. Hauptsächlich denke ich, das wird jetzt nicht gut enden. Oh ja. Ciao. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Jupp, on the way. Da-da-da-dum, da-dum, da-dum.
Es geht. Fancy. Zap, 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 zap. Oh! In C wäre ich jetzt tot gewesen. Hi, Freunde, wie geht's? Pass mal auf, und Tonaka ist auch so ein bisschen blöd, habe ich das Gefühl, ne? Buck, also du bist zwar Nathan Fillion, ne? Aber, ich meine, in Firefly warst du jetzt auch. Naja. Gab nur eine Season, ne? Spaß. Oder so. This constructor we're after. Search the area. Mystery for the music. Hallo? Ich suche nach einem Konstrukteur. Einem Architekten. Oh, ein Guardian? Oh, nehmen wir mit. Oh Mann, das ist. Oh nein, das. Ich habe kein gutes Gefühl. Ah, oh, nee. Hallo? Something woke up. It's a map of this region. See, that's the Guardian there. Not sure what it's connected to. Yeah, real pretty light show. Where's the constructor? Constructors repair things, right? So let's break something. Oh, ihr seid schlau. Interact, ja. Hi, ready to work? Das geht schnell. Servus. Oh snap. Soldiers! Get airborne! Clear the area. Oh Gott. Mal erstmal den da oben vielleicht. So. Ja, gut. Es sind mehrere, die schießen uns alle ab. Also wie das. Wenn du dich mal nicht so beschwerst. Oh oh, oh oh. Wie würde der gute Harrison sagen, I got a bad feeling about this. So, ich schätze, das war's noch nicht. Deswegen, nehmen wir das Ding hier mal mit. Hehe, und holen uns noch Munition. Oh nein, Watcher, erstmal die Watcher weg. Das gefällt mir nicht. Na, komm. Jetzt versteckt er sich dahinter. Ist das euer Ernst? Oh, Knight. Oh, ja. Wurde er auch von der Queen, also, ich hoffe schon, ne? Weil sonst zählt das für mich nicht. So. Hallo. Geht auf! Auf die Schwachpunkte zählen. Gott. Oh oh. Sind da mir einer. Schafft ihr das? Der Knight steht zwar direkt neben mir, aber. Ah, Tanaka, du bist schon falsch. So, du scheiß Knight. Kannst dich nur von hinten ran sneaken, ne? Was soll denn die Kacke hier? So. So nicht. Nicht mit Team Osiris, ja. Oh, gut, das war doch klug zu trusten. Ah, der hat einen. Oh. Oh. Gott, oh Gott. Ich mach das anders, so oben, ja? Ich hab das vorgestellt. Hallo. Das ist der Soldier, wo ist der Knight hin? Hallo? Ach, der hat sich teleportiert. Servus. Tschüss. Okay. Clear, let's go, warte. Ready for extraction. Nice work, Spartans. Ich hab da noch so. Ready for pickup. I'm sending a ship your way, Spartan. Nochmal kurz Munition zur Sicherheit. Vorher brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr, ne? Naja, da ist so ein Pelican. Ah, ne, ein Phantom, oder? Ah. Ja, aber da, danke, danke. Need a ride, yeah, need a ride. Cool. Thanks, very nice.
To the hunt. Okay, here goes the constructor. When it activates the Guardian, we hit Sinaia. Let's report into Palmer. Gut. Wir reporten Palmer, aber halt erst beim nächsten Mal. Genau, das war's nämlich mal wieder mit dieser Ausgabe von Let's Play Halo 5 Guardians of Sig Enterprises. Und das nächste Mal geht's richtig ab. Dann gehen wir zum Guardian hier auf St. Helios. Und fetter Action und wir besiegen die Covenant. Hauptsächlich, hoffe ich. Wir versuchen es. Wir werden alles geben und dem Arbeiter helfen und den Guardian finden und den Chief und alles wird sich aufklären. Und ja, genau. Okay, also. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Was auch immer. Reingehauen. Bis dann.